Und auf der anderen Seite war es die gewaltige Staatsfinanzierung aus der Druckerpresse. Wir haben eine Versiebenfachung der Geldmenge seit 2008 gehabt, eine Versechsfachung relativ zur Wirtschaftsleistung. Es ist ein Geldüberhang gemessen an dem, was 2008 vor der Lehman-Krise noch normal war, von 5,3 Billionen Euro. Und davon sind für 4.400 Milliarden Euro Staatspapiere gekauft worden. Hans-Werner Sinn spricht Klartext. Herzlich willkommen hier zu diesem Video, wo ich einmal die Weihnachtsvorlesung von Hans-Werner Sinn zusammenfassen werde. Ich kann nur jeden ans Herz legen, sie sich ganz anzuschauen. Sie dauert 2 Stunden lang. Wir werden schauen, dass wir dieses Video in 10, 15 Minuten runterkriegen. Es gibt einen Teil 1 und einen Teil 2. Er hat ebenfalls die Vorlesung in 2 Teile geteilt. Wir wollen direkt einmal reinstarten, denn vielleicht einmal kurz zu Beginn. Hans-Werner Sinn ist einer der Top-Ökonomen Deutschlands. Er hat vor allem dieses Stagflationsszenario, das sich gerade aufbahnt, bereits in den 70er Jahren erlebt, hat dort zu Beginn seiner Karriere bereits darüber publiziert, also er weiß wirklich, wovon er spricht, ist einer dieser erfahrenen Experten, die heutzutage, was die politischen Entscheidungen anbelangt, einfach viel zu wenig berücksichtigt werden. Wir wollen direkt einmal rein starten. Wir sehen hier, das Vertrauen der Deutschen in die Zukunft ist auf einen absoluten Tiefstand. Das bedeutet, die Deutschen waren, was die Zukunft anbelangt, nicht mehr so pessimistisch seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir sehen hier, zu Zeiten des Koreakriegs waren ähnliche Tiefstände erreicht worden. Wenn wir jetzt einmal weiterschauen, sehen wir hier die IWF-Wachstumsprognosen. Wir sehen, einige Länder können sich noch mit leichtem Wachstum über Wasser halten, natürlich angeführt von China, und Deutschland ist einer der Schlusslichter mit minus 0,3% Schrumpfung. Jetzt wird es wirklich wichtig und interessant. Es geht nämlich um die Inflation. Das ist einer der Dinge, die ich bei Hans-Werner Sinn ganz besonders schätze. Er ist nämlich bereits im Ruhestand pensioniert. Das bedeutet, er kann wirklich seine Meinung sagen. Er kann wirklich das sagen, wovon er denkt, ohne im Rahmen irgendwelcher politischen Rahmenbedingungen oder sonstigen oder im Rahmen irgendeines Amtes mundtot zu sein. Nein, er sagt wirklich, worauf es ankommt. Und wir sehen hier, die Inflation ist natürlich absolut aus dem Ruder gelaufen. Wir sehen hier die ganzen europäischen Länder. Und was noch viel wichtiger ist, wir sehen nämlich hier die Inflation der gewerblichen Erzeugerpreise, denn das verstehen viele Leute nicht. Denn es gibt eine starke Korrelation von den erwerblichen Erzeugerpreisen. Das ist das, was die Unternehmen bezahlen müssen. Denn die Inflation summiert sich hier auf. Nein, wenn du eine Lieferkette hast und Inflation kommt auf jedes Lieferteil obendrauf, dann wird das Endprodukt viel teurer. Und wir sehen eben hier, die Inflation der gewerblichen Erzeugerpreise war bei 45% in Deutschland. Und das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Wir sehen hier die 70er Jahre, erster und zweiter Ölpreisschock. Da waren es circa 15% und 10%. Das bedeutet, wir haben ein Vielfaches in den gewerblichen Erzeugerpreisen. Und man sagt, dass das circa ein bisschen weniger als ein Drittel mit einigen Monaten Verzögerung dann auf die Inflation zukommt. Also um die 12% könnten wir dann noch erreichen. Jetzt soll es einmal ein wenig um die Ursachen gehen, denn das ist besonders wichtig, um das Ganze zu verstehen. Es geht um eine Angebotsverknappung durch Corona. Das bedeutet, und das habe ich in meinem letzten Video unbedingt empfehlenswert zu BlackRock bereits erwähnt, es geht einfach darum, die Wirtschaft hat ein Angebot und eine Nachfrage, da trifft sich das beides und dann entsteht ein Preis. Und wenn jetzt eine Angebotsverknappung ist, zum Beispiel in den 70er Jahren, bedeutet das, dass wir eine Nachfrage haben und das Angebot kommt nicht hinterher. Die Leute wollen mehr konsumieren, als produziert werden kann. Dadurch entsteht eine Lücke und dann muss der Preis einfach steigen. So einfach funktioniert es tatsächlich. Und das Problem ist, die Notenbank kann primär die Nachfrage steuern, aber nicht das Angebot. Das bedeutet, die Notenbank kann den Menschen mehr oder weniger Geld zur Verfügung stellen, durch Quantitative Easing zum Beispiel, oder kann ihnen einfach Geld geben. Die Notenbank kann auch den Preis des Geldes, was ja auch wieder indirekt auf die Verfügbarkeit zurückgeht, kann auch den Preis des Geldes steuern durch Zinssenkungen oder Zinserhöhungen. Aber die Notenbank kann immer nur die
Nachfrage steuern, aber nicht das Angebot. Und das Problem ist, man hat halt bei Corona einerseits die Menschen eingesperrt, hat also gesagt, ihr sollt zu Hause bleiben, hat sozusagen das Angebot verringert, weil nicht mehr produziert werden konnte, hat aber andererseits die Nachfrage erhöht, weil man den Leuten Geld gegeben hat. Und das ist natürlich brutal. Daher rührt diese Inflation hier, um das einmal in Zahlen auszudrucken. Ihr nennt es Staatsfinanzierung aus der Druckerpresse. Ich sehe hier, ich habe da ein Doppel-R reingebracht. Bitte verzeiht es mir, manchmal sind Fehler in den Slides, wenn ich die runterschreibe. Ja, bei Euro ist gleich noch einer. Egal, es geht darum, die Geldmenge wurde im Euroraum um das Achtfache erhöht seit 2008. Das bedeutet, man hat einen Geldüberhang von 5,3 Billionen Euro. Und es wurden natürlich eine Menge Staatspapiere gekauft, insgesamt für 4.400 Milliarden Euro. Das bedeutet, die Notenbanken haben Geld gedruckt, das können die machen. Die können einfach Geld aus dem Nichts erschaffen. Das erscheint dann auf der einen Seite der Bilanz. Auf der anderen Seite der Bilanz holen sie sich dann die Staatspapiere rein. Das bedeutet, sie kaufen die Staatspapiere, die haben sie natürlich nicht direkt von dem Staat gekauft, das wäre ja Staatsfinanzierung. Nein, die Banken haben die zuerst gekauft, haben auch noch ein Geld verdient. Das bedeutet, Staaten haben Schulden ausgegeben, die Banken haben sie gekauft. 2, 3 Monate später haben dann die Notenbanken diese Staatspapiere der Banken abgekauft und die liegen jetzt in den Bilanzen der Notenbank. Das ist eine Menge Geld. Also noch einmal kurz zur Zusammenfassung. Ich will jetzt auf diesen Prozess nicht zu tief eingehen, weil sonst sprengt das komplett den Rahmen. Wenn euch, wie das genau funktioniert, interessiert, dann gebt mir Bescheid. Dann gehe ich auf diese Prozesse einmal mehr detaillierter ein. Kurz zusammengefasst, es ist so einfach, gibt es mehr Nachfrage als Angebot, haben wir Inflation. Und das ist das Problem, das wir momentan haben und das sich so schnell nicht mehr ändert, denn es gibt dann immer Zweit- und Drittrundeffekte und da redet er vom Zündstoff. Das bedeutet, 68% der Firmen geben an, das Institut tut da immer, also macht da immer Befragungen, das IFO-Institut macht da immer Befragungen und 68% der Firmen geben an, dass sie horten. Das bedeutet, sie bauen Lagerbestände aus. Das bedeutet, es wird gehortet. Das bedeutet, es ist noch mehr Nachfrage da, um die Lager aufzufüllen, weil sie eben Angst haben wegen den Lieferketten. Und das wird natürlich die, oder heizt natürlich die Inflation weiter an. Ganz wichtig ist auch, dass die Konsumenten, also die Leute wie ich und ihr, wir haben das noch nicht verstanden. Die Zuschauer dieses YouTube-Kanals wissen natürlich ganz genau Bescheid, was hier passiert. Aber die deutschen Konsumenten, die europäischen Konsumenten, der deutsche Michel hat das noch nicht ganz verstanden. Und weil die Konsumenten noch nicht horten, hat die Inflation also noch nicht ein ganz starkes Ausmaß erreicht. Das bedeutet, sobald die Konsumenten diesen Braten riechen werden und ihr Verhalten ebenfalls anpassen, dann könnte die Inflation tatsächlich eskalieren. Aber ich muss auch direkt hier eine Vorwarnung abgeben. Ich glaube, und das wissen auch die Leser des Börsenbriefs, dass die Inflation jetzt erst einmal kurz kollabieren wird. Wir werden jetzt erst einmal einige deflationäre Tendenzen sehen, aber wir glauben ebenfalls, dass die Inflation ähnlich wie in den 70er Jahren dann in einer zweiten Welle wieder emporschießen wird. Wir sehen hier auch, dass der IGM-Abschluss mit 8,5% durchgewunken wurde. Das heißt, die Verdi-Forderungen sogar 10,5%. Das sind die Lohnerhöhungen. Das ist ganz gefährlich, dass eine Lohnpreisspirale in Gang gesetzt wird, wie es in den 70er Jahren war, weil dann ist die Inflation einmal richtig festgesetzt. Vielleicht kurz mal der Vergleich. In den 70er Jahren wurden 15% gefordert und es sind 11% gekommen. Also wir sind momentan ein bisschen weiter unten, aber trotzdem sind wir relativ hoch, was die Inflation anbelangt. Und natürlich haben wir die demografische Krise. Und da kann ich auch nochmal das Video von oder über BlackRock empfehlen, wo ich da nochmal im Detail eingegangen wird, warum das inflationär wirkt. Dann geht es einmal eben darum, der Staat hat einfach nur zwei Einnahmequellen. Entweder Steuern, das bedeutet, er gibt dem einen Bürger etwas weg. Also er nimmt den einen Bürger etwas weg und gibt es dann dem anderen. Oder er kann Geld drucken. Natürlich druckt der Staat nicht selbst das Geld, das macht immer die Notenbank und der Staat gibt dann Staatspapiere aus und die Notenbank kauft die entweder direkt beim Staat oder indirekt. Es wird natürlich indirekt gemacht, weil direkt wäre es ja illegal. Und das Problem ist aber, dass also eine Staatsfinanzierung aus der Druckerpresse zur Krisenbekämpfung nur
funktioniert, wenn wir ein Nachfragedefizit haben. Das ist eben keynesianische Politik. Das bedeutet, wenn die Nachfrage nicht da ist, weil du, ich, wir, die Konsumenten oder die Unternehmen nicht konsumieren wollen, dann kannst du Geld drucken und sie dazu animieren, indem du ihnen Geld gibst oder sonstiges machst. Aber das Problem ist nicht die Nachfrage momentan, das Problem ist das Angebot. Und das ist eben die Riesengefahr, auf die wir uns zubewegen, die Hans-Werner Sinn wahnsinnig akkurat thematisiert, dass wir im Endeffekt eine Politik haben, die jetzt sich im Amt halten wollen, indem sie ein Wahlgeschenk nach dem anderen den Bürgern austeilen. Das muss irgendwie finanziert werden. Deswegen wird jetzt Geld gedruckt und es werden dann immer andere Argumente vorgeworfen. Das Problem ist aber, dass Gelddrucken in dieser Krise nicht das richtige Mittel ist, denn es ist ein Angebotsdefizit. Alles, was die Politik machen müsste, ist das Angebot erhöhen. Aber das schaffen sie nicht. Sie versuchen einfach die Nachfrage zu befeuern, Nachfrage zu befeuern, Nachfrage zu befeuern. Im Endeffekt kippen sie Öl ins heiße Feuer und das ist wahnsinnig gefährlich. Wir sehen hier, darauf geht er auch einmal ein, ist die Inflation eine Folge des Krieges? Und er sagt nein, weil wir sehen hier, bevor der Krieg ausgebrochen ist, hatte die Inflation schon Höchststände erreicht. Und wir sehen es eben hier an den gewerblichen Erzeugerpreisen. Also diese Tendenz, diese Dynamik wurde bereits vor dem Ausbruch des Krieges entfacht. Natürlich hat der Ausbruch des Krieges sie dann verstärkt, aber es wurde bereits vor Ausbruch des Krieges die Tendenz ausgelöst, auch wichtig zu verstehen. Wir sehen hier, und da hat Christine Lagarde recht, dass vermutlich 41% der Inflation auf die steigenden Energiepreise zurückzuführen ist. Das sehen wir hier an dieser Grafik. Das liegt eben vor allem am Gas und am Öl. Dieses Jahr wurde es insbesondere in Europa durch die steigenden Gaspreise verursacht. Aber es ist eben wichtig zu verstehen, dass diese Dynamik bereits vor Beginn des Krieges in Gang gebracht worden ist. Und jetzt ist die wahnsinnig interessante Frage, kann die Notenbank etwas machen? Denn ich habe ja gerade breit erklärt, dass die Notenbank nur die Angebotsseite, nur die Nachfrageseite steuern kann. Aber Hans-Werner Sinn hat hier natürlich ein gutes Argument, denn Christine Lagarde redet sich hier raus und sagt, nein, wenn wir die Zinsen erhöhen, das bringt hier nichts, wir können da sowieso nichts machen. Es geht natürlich darum, sie will die Zinsen nicht erhöhen, weil sie weiß, dass die ganzen südeuropäischen Länder dann in wahnsinnige Zahlungsschwierigkeiten kommen. Und hier zeigt natürlich Hans-Werner Sinn auf, dass die Notenbank schon etwas machen kann, denn die ganzen Rohstoffe, und ich habe ja gerade aufgezeigt, dass ein großer Teil der Inflation auf die steigenden Rohstoffpreise zurückzuführen ist. Und die Notenbank kann natürlich ihre eigene Währung beeinflussen. Und das haben die Amerikaner gemacht. Man sieht das hier auf der Grafik auf der linken Seite, wo wir die Zentralbankzinsen aufgezeigt haben. Da sehen wir hier am 21. auf der Zeitskala wurde eben verkündet, dass die meisten oder einige Vertreter der US-Notenbank davon ausgehen, dass die Zinsen hochgehen werden. Die machen die Zinsen, deswegen war für den Markt klar, die Zinsen werden in Amerika hochgehen. Also gibt es eine Kapitalflucht, das bedeutet, das Kapital fließt aus dem Euro raus nach Amerika, um die höheren Zinsen abzuholen. Das bedeutet, der Dollar, und das sehen wir auf der rechten Seite, ist natürlich wahnsinnig stark angezogen. Und jetzt, wenn der Dollar um 25% ansteigt und alle Rohstoffe, fast alle Rohstoffe in Dollar gemessen werden, werden natürlich für uns im Euroland die Rohstoffe noch teurer. Das bedeutet, hätte die EZB früher Symbole oder Akzente gesetzt, dass sie die Zinsen stark anheben würden, dann wäre der Euro im Vergleich zum Dollar stärker gewesen, hätte nicht so viel verloren und man hätte weniger Inflation. Das ist das Zinsdifferenzial, also die Inflation, die man sich einholt, indem man eine schwache Währung hat. Also die Notenbank kann etwas machen, aber sie kann auch nicht alles machen. Das ist vielleicht einmal wichtig hier zum Differenzieren. Dann haben wir hier diese eine Grafik und die ist wahnsinnig wichtig für jeden, der verstehen will, was in Europa passiert. Für jeden, der verstehen will, warum die EZB tut, was sie tut, was die großen Probleme Europas sind, warum ich davon ausgehe, dass die europäische Schuldenproblematik irgendwann mal richtig ausbrechen wird und wir dort riesige Probleme in Europa sehen werden. Denn wir sehen hier die Zinsen im
seit den 90er Jahren in Europa. Und wie ihr hier seht, hatte jedes Land verschiedene Zinsen. Griechenland hatte natürlich die höchsten Zinsen. Warum musste der griechische Staat mehr Zinsen bezahlen, wenn er Schulden aufnehmen wollte? Einfach deswegen, weil er weniger glaubwürdig ist und die Leute mehr Geld von ihm wollten, um ihm Geld zu leihen. So funktioniert dieses System nochmal. Aber was interessant ist, wir sehen hier, dass seit der Einführung des Euros sich, und das sehen wir hier, das Zinsniveau angeglichen hat. Und auf einmal mussten die Griechen viel weniger Zinsen bezahlen. Und dann sehen wir hier natürlich, mit der Euro-Krise ist das wieder einmal komplett auseinandergegangen und gleicht sich aber jetzt immer mehr wieder an. Das war dann Mario Draghi's whatever it takes. Das bedeutet, im Endeffekt haften die Deutschen für die Schulden der anderen europäischen Länder. Also wir haben hier im Euro-Raum Länder, die sind finanziell stärker und wir haben Länder, die sind finanziell schwächer. Und wir sehen eben hier, vor der Einführung des Euros waren die Zinsen der schwachen Länder viel höher, was ökonomisch Sinn macht, weil sie mehr Risiko haben, müssen sie einen höheren Aufschlag bezahlen, um an Kapital zu gelangen. Dann haben wir den gemeinsamen Euro-Raum. Den Kapitalmärkten wird versichert, dass die gemeinsame Zentralbank eingreifen wird und die Zinsunterschiede nicht zu stark aus dem Ruder laufen lässt. Und das bedeutet, dass die ganzen Länder auf einmal billiges Geld bekommen. Das will ich jetzt nicht mehr zu stark ausgehen. Auf jeden Fall ist das Treibstoff für den Frieden in Europa, denn irgendwann wird die Frage sein, wer haftet für die Schulden? Denn wir haben eine Schuldenorgie nach der anderen. Also, wenn euch dieses Thema interessiert, mache ich da mal ein spezielles Video dazu, weil da kann man sich wahnsinnig lange darüber unterhalten. Das ist wahnsinnig wichtig. Wir sehen hier, wie die Politik reagiert und die Politik macht leider genau das Falsche. Sie gibt ein Geschenk nach dem anderen an die Bürger raus, versucht immer neues Geld ins Spiel zu bringen, aber wie bereits am Anfang erklärt, wirkt mehr Geld einfach nur inflationär, weil es die Nachfrage anheizt. Wir sehen hier, wie rumgetrickst wird. Es gibt dann immer Sondervermögen, Krise, Krise, Krise. Das Wort Krise wird auch mittlerweile schon für jeden Missstand verwendet, einfach deswegen, weil wenn es eine Krise ist, kann man ja Geld hernehmen, um gegen die Krise zu agieren. Das große Problem ist nur, der Staat kann kein Geld aus dem Nichts schaffen. Er kann nur Geld umverteilen, das uns den Bürgern gehört. Und hier wird eben gewaltig umverteilt und die Folgen kommen immer erst später. Die Rechnung kommt leider erst später. Die Rechnung für das ganze Gelddrucken von Corona ist halt jetzt langsam auch mal angekommen. Das ist das Problem. Du hast keinen linearen Zusammenhang zwischen Geldmengenausweitung und Inflation, weil du mit dem Angebot eben hoch und runter gehen kannst. Aber wenn du mit dem Angebot entsprechend nicht hochgehen kannst, dann kriegst du irgendwann Inflation. Und die Politik macht hier leider genau das Falsche. Sie gibt das Geld einfach aus und sorgt aber nicht dafür, dass mehr Angebot produziert werden. Die große Gefahr sehen wir hier am Beispiel Englands, wo leider eine große Kapitalflucht stattgefunden hat, weil das Vertrauen in die Bank of England verloren gegangen ist. Das hatte den Wechsel des Premierministers zufolge. Die große Gefahr ist wirklich, und ich glaube, das verstehen viele Leute nicht, die sagen, der Staat kann unlimitiert Geld zur Verfügung stellen. Das kann er eben nur, wenn die Wirtschaft dieses Geld nimmt. Denn wenn der Staat Geld ausgibt, also Schulden aufnimmt, muss irgendjemand diese Staatsanleihen, diese Staatspapiere kaufen. Es ist keine Möglichkeit, einfach 100% der Staatspapiere dann bei der Notenbank abzulagern. Und das hat man hier genau in England gesehen. Der Markt hat das Vertrauen verloren, hat die ganzen Staatspapiere auf den Markt geschmissen, hat die verkauft. Und dann haben wir dieses Riesenproblem gesehen. Und da muss man eben aufpassen, dass die Notenbanken oder die Staaten nicht ihre Glaubwürdigkeit verspielen. Denn dort sind wir genau auf dem Weg. Wir sehen hier schon, die Inflationsverluste sind gewaltig. Denn jeder, der nominalwertgesicherte Ansprüche hat, das bedeutet, der Renten hat, der Pensionsansprüche hat, der nominalwertgesicherte Versicherungsansprüche hat, die haben dieses Jahr um 12% verloren. Das ist gewaltig. Stell dir vor, du hast für deinen Ruhestand 1 Million nominal gesichert, angelegt und dann sind jetzt 120.000 Euro weg. Das ist Wahnsinn. Und wir sehen hier natürlich auch, dass das auch Deutschland betrifft, denn Deutschland hat Auslandsvermögen, das läuft über die Tage 2, ich will jetzt hier auch nicht wieder zu tief hineingehen. Deutschland hatte ganz lang einen Bilanzüberschuss, das bedeutet, wir haben mehr exportiert, als wir importiert haben, haben Waren ins Ausland geschickt, haben dafür Euros
als Euro-Schulden importiert, Euros eingenommen. Die Euros sind eigentlich wertlos. Wenn du exportierst, willst du immer dafür auch was importieren. Also im Idealfall exportierst du Autos und importierst du Laptops und dann hast du Zero. Aber wenn du mehr exportierst und dafür Währung importierst, ist halt die Frage, was diese Währung wert ist. Und da haben wir dieses Jahr eben 1,23 Billionen Auslandsvermögen und kriegen natürlich darauf keine Zinsen oder nur ganz geringe Zinsen, weil die Zinsen, haben wir vorher gesehen, fast ganz runtergegangen sind. Und vor allem ist aber der Verlust dieser 12% 148 Milliarden Euro, also eine Menge. Jetzt ist noch wichtig, darüber redet keiner. Deswegen schätze ich Hans-Werner Sinn, weil er die Problematik einfach ganz klar auf den Tisch wirft. Schaut euch dieses Video an. Ich habe dabei wieder wahnsinnig schön vor Augen geführt bekommen, wie kritisch eigentlich die Situation ist, in der wir uns befinden. Ich hoffe, ihr macht die Augen auf. Ich hoffe, ihr werdet euch dieser Dinge gewahr, denn es hilft nichts, sich dieses Wissens zu verweigern. Das Einzige, was meiner Überzeugung nach hilft, und deswegen mache ich hier diese Videos, ist zu verstehen, was passiert, die ganzen Tendenzen zu verstehen, dass hier ein Suppenkoch brodelt, der ganz viel Potenzial für Konflikt hat, denn eine ungelöste Schuldenproblematik, das sehen wir am Beispiel der frisch gegründeten Vereinigten Staaten von Amerika mit dem ersten Finanzminister Alexander Hamilton, der auch die Schulden verallgemeinschaftet hat, und das ist nicht gut geendet. Also wie gesagt, Leute, es geht darum, schaut euch das an, lernt daraus und zieht die Conclusio, dass ihr eure Vermögenssituation selbst in die Hand nehmen müsst. Ihr könnt euch nicht auf den Staat verlassen. Der Staat kann euch nicht helfen. Der Staat kann nur umverteilen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Video.